jetzt das Heute-Journal. Aktuell befindet sich Hansa Rostock auf einer ziemlich harten Losing-Streak, was das angeht. Die Männer von der Ostseestadt konnten das letzte Spiel gegen den 1. FC Magdeburg im Abstiegskampf Gott sei Dank für sich entscheiden mit 2:1. Davor allerdings war man auf einer sehr harten Losing-Streak. Man hat die letzten 7 abgedacht. Ich bin es! Ja, ich habe mich verkleidet, habe mich extra ins Nachrichtenjournal geschlichen. Nur, um euch diese Ansage zu machen. Ich mache keine Witze. Schaut euch meine Schuhe an. Das sind Gary die Schnecke aus Schuhe. Ihr wollt mich wirklich verarschen. José Pereira, wenn du dieses Scheiß-Tor nicht triffst, ich mach dich alle. Moin Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Episode der Hansa Rostock EAFC-Karriere hier auf meinem YouTube-Kanal. Müsste jetzt die 5. Folge sein. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Sketch, nenne ich es mal, Abo und Sketch war es nicht. Ich hoffe, euch hat das da vorneweg gefallen, sage ich mal. Wenn ich sowas gerne öfter bringen soll, dann schreibt es gerne unten rein. Es ist zwar ein bisschen aufwendig, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Wir sind also zurück in der Hansa Rostock-Karriere und ich glaube, nächste Folge ist Wintertransferphase. Also wir haben jetzt einfach schon die erste Hälfte rum von der Saison und tabellarisch sieht es leider nicht ganz so gut aus. Wir sind 14. mit 9 Punkten. Der direkte Abstiegsplatz ist einfach nur ein Punkt von uns entfernt mit Braunschweig. Und heute sind echt wichtige Spiele, die wir gewinnen müssen. Aber gegen wen spielen wir jetzt eigentlich? Die Abstimmung hat ergeben, dass ich heute gegen Hertha und gegen Nürnberg spielen werde. Zudem die drittmeisten Stimmen hat, einen Augenblick bitte, Holstein Kiel oder Elversberg. Ich würde ganz gerne tatsächlich gegen Elversberg die letztendliche Stadionsimulation machen. Heute werde ich es mal wieder versuchen, aus Stadionperspektive nur die Highlights mit reinzunehmen, damit wir auch mal KI-gesteuerte Tore sehen. Ich bin echt mal gespannt, wie die aussehen werden. Und ich hoffe, dass die Kameraperspektive diesmal nicht stuck ist und ich eine ganze Halbzeit zuschauen muss. Danke. Wir blicken auch gleich mal auf die kommende Folge. Ihr könnt nämlich entscheiden, gegen wen ich spielen soll. Wir werden allerdings nur diesen einen Monat mitnehmen und dort spielen natürlich 2 Hamburg-Duelle an. Natürlich. Deswegen unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link. Gerne abstimmen, gegen wen ich kommende Folge selbst spielen soll. Entweder gegen den FC St. Pauli oder gegen den Hamburger Sportverein. Ich werde ein Spiel davon selbst spielen. Schreibt es bitte gerne rein. Beziehungsweise stimmt ab. Ich schreibe rein. Aber ihr könnt trotzdem gerne reinschreiben, so wie die Leute, die das gerade eben hier unter diesem Video getan haben. Übrigens danke für die Like-Anzahl und für die Kommentaranzahl über die letzten Videos. Das ist einfach macht Spaß. Und auch ein herzliches Willkommen an die neuen Abonnenten. Wir stehen ganz knapp vor den 1400. Fangen wir mit den Transfervorschlägen an. Da haben wir einerseits Sivert Heggheim Mannsverk. Kommt aus Norwegen, ist ein Skandinavier. Also spielt hier bei Ajax Amsterdam. Der zeigt großes Potenzial. Der Spieler ist auch erst kürzlich bei diesem Verein untergekommen und wird nicht erneut wechseln. Wäre einer für die Sechser-Position. Also letztendlich, wenn Vassiliadis irgendwann mal nicht mehr gut genug sein sollte, könnte man sich den vielleicht anschauen. Gleiches geht auch für Kaspar Kozlowski. Er ein Transfer für die Zukunft. Er spielt bei Vitesse Arnheim, ist aber ausgeliehen und zwar von Brighton. Deswegen Premier League Gehalt, das wird ziemlich schwierig. Ist also derzeit auch ausgeliehen, den können wir auch gar nicht holen. Auch viel zu teuer, ist wie gesagt auch nicht für jetzt geplant. Da gab es noch einen weiteren Vorschlag und zwar Mech von Ingolstadt. Ich habe mir den Kader angeguckt, ich habe in FIFA gesucht. Vielleicht hast du dich verschrieben, schreib ihn einfach gerne nochmal unten rein. Deswegen, ich kann ihn nicht finden. Und falls ihr weitere Transfervorschläge habt, dann schreibt die gerne unter dieses Video runter, denn kommende Folge ist Transferphase. Und mal gucken, was wir machen werden. Also Pereira, dich habe ich auf dem Schirm, das hast du gemerkt. Da ist die Leihe mal ganz schnell beendet. Das zeige ich dir. So, und wenn wir gerade schon dabei sind, Geld zu verblasen, dann können wir das gleich weiter tun. Und zwar soll ich mir einen Scout für um die 2 Millionen holen. Der sieht doch ganz gut hier aus, Jonas Schneider, auch wenn er nicht die optimale Einschätzung hat, aber den kann man erstmal mitnehmen. Und ich soll ihn nach Polen oder nach Dänemark schicken. Da würde ich dann sagen, ich schicke ihn nach Dänemark, weil das ist näher an Rostock dran. Das ist ein bisschen realistischer, dass vielleicht auch dänische Talente zu uns nach Rostock kommen. Wobei Polen auch gar nicht so weit weg ist. Es sind halt direkte Nachbarländer. Und auch danke nochmal für die Verbesserung. Man spricht den anscheinend Chorell aus. Ich habe ja bestimmt Jorrel gesagt. Dann wird er wahrscheinlich Chorell ausgesprochen. Und nicht Jorrel. Ich werde ihn sowieso durchgehend nur Hartu nennen. Also von daher. So, und ob 5er oder 4er Kette ist immer noch ein schwieriges Thema. Ich würde sagen, wir schauen heute mal. Und nach dieser Folge legen wir fest, 5er Kette, 3er Kette. Mal gucken. So Leute, erste Schnellsimulation dieser heutigen Folge. Wir sind im Ostseestadion in, ja, ist ein Nordderby. Schnellsimulation gegen Holstein Kiel. Und wir holen einen Unentschieden. Pröger
Højlund mit einem Doppelpack. Ah, und du kassierst wieder 7 Minuten vor Schluss den Ausgleich. Wir brauchen diese Punkte. Wir sind jetzt auf Platz 15 wieder abgerutscht, konnten Gott sei Dank Kiel jetzt auf Distanz, also was heißt auf Distanz halten, den immer noch einen Punkt hinter uns. Ich hoffe, es läuft jetzt ganz gut gegen die Hertha, es wird sehr schwer. Wir hoffen das Beste und gehen rein. Bis gleich. Niederlechner, einfach 4 Tore in den letzten 3 Spielen, ja, das kann ja was werden, ey. Das finde ich auch ein bisschen schade an die AFC, dass es halt nicht mehr diese typische Einlaufszene gibt, wie man es vorher kannte, sondern einfach nur, jo, du bist jetzt übrigens im Game drin. So Leute, damit also drin in diesem Spiel. Bitte keine 4 Gegentore wie gegen Schalke und den HSV. Bis zur ersten Szene. Bis gleich. Ah, der Ball schon mal für Donkor auf die Seite, auf die linke Seite. Der erste Ball mal ins Zentrum. Gersbeck, kein Problem für ihn. Vielleicht können wir auch gegen die Berliner hier einen kleinen Upset landen und tatsächlich gewinnen. Niederlechner, Ball nach vorne. Jeremy Duziak, der erste Ball schon mal aufs Tor. Hilfe, die Berliner stehen sich selbst im Weg und Kolke mit einer starken Parade. Boah, das ist doch vielleicht mal die Möglichkeit. Am zweiten Pfosten ist er doch. Ingelsson, erster Abschluss auf das Tor von Gersbeck. Das war gut gespielt, vor allem diese Flanke einfach an der Viererkette der Hertha vorbei. Das Problem ist, wenn du halt den Kai Pröger anflanken willst, dann wird das etwas schwierig, weil der nicht allzu groß ist. Aber im Gegenzug ist er schnell und hat etwas Dribbling, was er sehr gut nutzt. Donkor, 1:0 für Hansa Rostock. Der Typ, er trifft und trifft. Hansa Rostock geht also in Führung. Perea mit dem Assist und Anton Donkor, gute Verpflichtung, schon sein 3. Saisontor. Beziehungsweise, ich glaube, der hat auch schon in der Simulation getroffen, ist schon sein 4. Saisontor. Oh nein, Hilfe, der Ausgleich direkt im Gegenzug. Niederlechner hat damit 5 Tore in den letzten 4 Spielen geschossen. Duziak mit dem Assist. Ich wollte nicht rausrücken. Und dann ist Niederlechner komplett frei. Ich versuche hier noch mit David etwas zu grätschen, aber es klappt nicht. Rein in Halbzeit 2. Einen Wechsel gibt es zur Pause. Und zwar kommt Kein Zombie rauf für, in dem Fall, Strauß für die rechte Außenbahn. Kein Zombie bekommt den Ball hier von Oskar Højlund. Bin immer fast davor, Rasmus zu sagen. Ecke für Hansa Rostock. Und Bachmann ist vorne. Und auch Kai Pröger tritt diese Ecke auf den Schädel von Bachmann. Und es war knapp. Oh nein. Oh, wie kann dieser Ball durchkommen? Mann, ey. Der zweite Schuss geführt in diesem Spiel. Und das zweite Tor durch Jeremy Duziak. Hertha BSC dreht also dieses Spiel nach einer knappen Stunde. Kolke ist wieder geschlagen. Und da bist du wieder nicht gut im Verteidigen. Hartu zu passiv. Und dann durch die Beine durch. Och, das gibt's nicht. Och, Leute, ey. Mann, das ist so unlucky. Donko über links. Ich brauch doch mal einen Perea in der Mitte. Aber es ist kein Perea in der Mitte. Dabei hat er sogar die Anweisung, sich zentral zu orientieren. Vassiliadis auf die Seite. Ball ins Zentrum. Da war man ein Perea. Aber auch einen Hertaner im Weg. Viel Zeit bleibt uns nicht mehr, Vassiliadis. Ja, der Freistoß ging ins Nichts. Guck mal, ich lade den nicht mal weit auf. Wie kann denn dieser Ball durchkommen? Och Mann, ey. Meine Fünferkette steht nur drin und guckt zu. 90. Minute die Entscheidung für die Hertha. Super gemacht. Die Polizei muss sogar die eigenen Spieler zurückhalten, dass die nicht aufs Spielfeld rennen. Och Mann, ey. Ja, Gersbeck, freu dir einen ab. Herzlichen Glückwunsch. Die ganze Ostkurve feiert. Wunderbar. Schaut euch das an. Dieser Ball. Da. Oh nö. Und alle gucken zu. Pfeif ab, Mann. Leute, wir kassieren sogar doch noch ein 4. ne? Wir kassieren einfach noch ein 4. Das Spiel ist komplett entschieden. Ah, das ist so ein Scam, dieses Drecksgame. Ja, super, jetzt pfeifst du ab. Herzlichen Glückwunsch, EA. Ach, das ist so belastend, ey. Vor allem gegen jeden verlierst du halt 4:1. Und gegen jeden gehst du gefühlt in Führung. Ich glaube, gegen HSV nicht, aber gegen Schalke und gegen Hertha lagen wir jetzt mit 1:0 in Führung. Nils Körber will weg. Ist mir ehrlich gesagt egal. Wir sind jetzt aktuell auf Platz 17 gelandet. Wir sind jetzt offiziell auf einem Abstiegsplatz angekommen. Nice. Leute, wir müssen jetzt gegen Braunschweig punkten. Wir brauchen 3 Punkte und du kassierst schon wieder einen Ausgleich. Wir gehen so oft in Führung, aber wir schaffen es einfach nicht, einen Sieg über 90 Minuten zu bringen. Vor allem, wir gehen nicht gegen irgendwelche Tortentruppen in Führung. Wir gehen gegen starke Teams in Führung. So, die beiden Spieler sind gescoutet. Hier haben wir mal Manzwerk und dann haben wir noch Koslowski. Koslowski, ja, ein Flügelspieler, sehr dribbelstark. Manzwerk, tatsächlich, der Typ ist doch kein Sechser. Der Typ ist doch auch schon wieder ein zentraler Mittelfeldspieler. So, unser nächstes monatliches Scouting-Update ist da. Auch das erste jetzt aus Dänemark. Mal gucken, ob wir irgendwas finden. Natürlich nicht. Stattdessen finden wir den nächsten Keeper. 2 Meter groß. Lias Koch nehmen wir mit. Und gegen den SV Elversberg gehen wir jetzt in die Taktikansicht.
Ich bin mal gespannt. Gehen wir rein, ne? So, Leute, wir sind also in diesem Spiel drin. Der FC Hansa Rostock spielt gegen den SV Elversberg, gegen den Aufsteiger, der hier fast mal direkt mit 1:0 in Führung geht. Ich blende das Menü noch aus. Können wir das vielleicht mal gut zu Ende spielen? Möglichkeit für Hansa Rostock, für Perea mit dem ersten Abschluss hier gegen Elversberg. Hansa verteidigt das sehr ganz gut. Man steht kompakt im Zentrum, versucht wenig zuzulassen. Zwei Spieler gehen auf einen Mann rauf. Das ist auf jeden Fall Kreisliga-Verteidigung hier. Abschluss auf das Tor von Markus Kolke. Oh nein, bitte nicht. 1:0 für Elversberg in der 35. Minute. So spielt es letztendlich der Aufsteiger raus. Der Ball kommt ins Zentrum, weil unser Herr Bachmann nicht in den Zweikampf kommt. Und dann ist Falke komplett frei und Kolke ohne Chance. Donkor kann gut klären und Konterchance über Donkor. Der ist schnell. Donkor mit Tempo. Wunderbar. Komm schon, Junge. Komm, lauf weiter. Wo ist Perea? Keine Ahnung, wo Perea ist. Ja, das Prüger und der Ausgleich für Hansa Rostock. Die KI kann doch treffen und es ist nicht Prüger, sondern Oskar Heulund. Damit auch heute schon sein drittes Tor. Ausgehend diese Situation von einem starken Ballgewinn nach einer Elversberger Ecke. Und Donkor rennt dann einfach mal los mit seinem immensen Tempo. Bedient dann Oskar Heulund im Rückraum. Und der muss nur noch abschließen und trifft zum Ausgleich. Hat damit jetzt auch schon 6 Tore in 12 Partien für Hansa Rostock geschossen. War auf jeden Fall auch ein sehr guter Transfer. Also unsere Transfers schlagen generell ganz gut ein. Bis auf Hato, der schwächelt noch ein bisschen rum. Strauß bleibt währenddessen am Gegenspieler hängen und der Konter läuft jetzt. Und jetzt ist es wieder eine Situation, wo man auf einer Seite immens viel Platz hat. Und die Anspielstationen, die werden immer wieder gefunden. Guckt euch an, wie katastrophal das verteidigt ist. Meine Güte. Oh nein. Oh nein. Och Mann, und das 2:1 für Elversberg in der 55. Minute. Und damit liegst du wieder im Rückstand. Wieder kommt keiner in den Zweikampf. Ja, also das ist eine echt klasse engere Deckung, die ich da eingestellt habe in den FIFA-Einstellungen. Ja, danke dafür. Aber irgendwie ist in dieser Saison bisher echt der Wurm drin. Perea mit dem Abschluss. Mal eine Ecke für Hansa Rostock. Ich dachte mir so, komm, gegen Elversberg kannst du vielleicht mal rein simulieren. Vielleicht gewinnst du da auch mal ein bisschen deutlicher. So ein schönes 2 oder 3:0. Aber Fehlanzeige. Du verlierst halt einfach gegen die. Die nächsten Wechsel hier auch bei uns gewesen. Bromado Junior jetzt drauf. Und Strauß. Och nee, komm, der Nachschuss und der Ausgleich wieder für Hansa Rostock. Schumacher ebenfalls raufgekommen mit dem 2:2. Gott sei Dank, der Ball zur Seite abgeprallt worden vom Keeper. Strauß mit einer guten Idee, hat er stark gemacht, dann kein Abseits von Schumacher. Und er trifft zum Ausgleich. Und vielleicht geht jetzt ja doch nochmal was für die Kogge. Stattdessen wieder Elversberg, wieder kombinieren sie sich einfach rein. Und es gibt die Ecke. Wieder mal Strauß mit einer guten Idee für Bromado Junior. Können wir es jetzt gut zu Ende spielen? Jeki hat keine Ausdauer. Gut zurückgelegt. Brüger 3:2 in der 81. Minute. Hansa Rostock hier das erste Mal in Führung in dieser Partie. Starke Leistung. Bromado Junior kriegt hier den Assist. Stark auch hier von Brüger. Gut überlegt ins lange Eck. Das war auch Strauß mit einem sehr guten Ball in die Spitze für Bromado Junior. Oh Leute, jetzt bitte nicht den Ausgleich kassieren. Komm David, geh da rein. Jawohl, 90. Minute läuft. Jetzt spielt es bitte einfach nur sicher runter und holt den nächsten Sieg für Hansa Rostock, ey. Brüger, komm, da läuft er doch. Der Bromado Junior. Und der spielt es nicht weiter. Doch, hier für Schumacher. Er pfeift ab. Er pfeift ab. Was? Wir haben das jetzt gewonnen. Was? Vielleicht abseits von Schumacher? Keine Ahnung. Ich kann es mir leider auch nicht mehr angucken, aber war abgepfiffen, okay. Aber wir gewinnen Gott sei Dank und sind jetzt aus den Abstiegsrängen wieder raus. Holstein Kiel damit wieder auf der Relegation. Elversberg haben wir jetzt den Platz 17 übergeben. Und man muss aber auch sagen, dass auch ein Platz 11 nur 4 Punkte entfernt ist. Also jetzt hat doch mal auch diese Stadionsimulation geklappt. Das ist ganz schön, dass auch mal sowas möglich ist. Warum will Kind Zombie denn jetzt auch wieder weg? Es ist doch... Ach, Mann, Leute, fuckt mich doch nicht ab. Jetzt wollen die alle wieder wechseln hier, weil sie immer ein paar Spiele nicht spielen. Ihr seid halt einfach nicht bestimmt für die Formation geeignet. Vor allem, ich glaube, Osnabrück hat einfach fast das Doppelte an Punkten im Vergleich zu uns. Wir gehen in die Schnellsimulation gegen... Oh
Okay, wir gewinnen. Hier Anton Donkor mit seinem nächsten Saisontor. Vielleicht läuft's ja jetzt. Damit hätte ich ehrlich gesagt jetzt nicht gerechnet, weil Osnabrück einen sehr starken Saisonstart hatte. Wir sind zwar immer noch 15. Aber ich glaube, wenn wir jetzt dann tatsächlich... Wenn Braunschweig verliert, sind wir an denen vorbei. Ich soll auch noch 10 Siege in Heimspielen holen, ey. Das ist der größte Witz. Ich habe bisher 2. So, Leute, wir starten in die Rückrunde rein. Das müsste auch das letzte Spiel sein. Das vorletzte, glaube ich sogar. Wir haben den 1. FC Nürnberg zu Gast. Und ich werde es wieder mit dieser Formation hier versuchen. Die Spieler sind jetzt ein bisschen glücklicher. Ich hoffe, es funktioniert. Bis gleich. Damit ein herzliches Willkommen. Rückrundenauftakt, allerdings noch im Dezember. Also die Transferphase hat noch nicht begonnen. FC Hansa Rostock empfängt die Franken aus Nürnberg. Wir hoffen hier unser Bestes. Alter, die Trommel war zu hören. Das sind geile Features hier in EAFC. Hier sehen wir mal Vassiliadis. Ich hoffe, der kann heute vielleicht mal ein Tor machen oder eins vorbereiten. Das wäre doch schön, Mensch. Aber der Schnee liegt schon hier in Rostock. Es ist bitterkalt. Einige haben Handschuhe an, andere spielen kurzärmlich. Wir sehen uns in der ersten Szene wieder. Bis gleich. Oh, Hansa Rostock versucht es. Oh, das war ein hartes Einsteigen. Hartes Einsteigen und ein gefährlicher Freistoß für Hansa Rostock. Direkt an der Strafraumkante. Vielleicht mein erstes Freistoßtor. Und der wird auch diesen Freistoß treten. Mal gucken, was da möglich ist für Kai Bröger. Der ist gut und geht an den Posten. Ball zurück ins Zentrum. Ach Mann, Bröger. Vielleicht die nächste Chance. Ach Mann, zu gut gezielt. Und spielen jetzt hoffentlich hier mal den Angriff ordentlich zu Ende. Über Perea. Perea wird noch verfolgt. Perea versucht sich durchzusetzen mit dem Abschluss. Und dem 1:0 für Hansa Rostock. Endlich trifft der Junge mal. Perea setzt sich hier sehr gut durch. Mit dem eigentlichen Abschluss darf den Ball behalten. Nächster Abschluss. Keeper steht nicht gut. Klaus im Tor. Stellungsfehler. Kurze Ecke hat er aufgemacht. Und in dem Sinne kann auch Juan Perea mit seinem nächsten Saisontor glänzen. Warum ist meine Facecam an? Ich Vollidiot. Vielleicht einfach mal hinten eine Null halten. Das wäre doch mal so schön in dem Spiel. Ich glaube, wir haben noch kein Spiel zu Null. Oh nein! Ich sag es gerade auch noch. Och Mann, und der Ball rutscht Kolke durch. Oh ja, super rausgespielt von Nürnberg. Der Ball zweimal oder einmal abgefälscht und dann rutscht er durch Kolkes Beine. Ist wahrscheinlich ein Eigentor. Nee, okay, Dumann hat das Tor tatsächlich angerechnet bekommen. Dann kassierst du dann hier den Ausgleich nach einer halben Stunde. Und wenn jetzt der Lauf der Saison so weitergeht, verlieren wir das Ding am Ende 4:1 und brechen komplett ein. Vielleicht können wir auch mal einen Ball ordentlich ins Zentrum bringen. Donkor mit dem Kopfball. Bitte nicht, Nürnberg. Bitte gönnt mir doch mal irgendwas, Alter. Und da klatschen sie die Innenverteidiger. Meine Güte. Johannes Geis mit dem Eckball. Ja, da muss Vassiliadis ins Kopfballduell gehen. Wunderbar. Vielleicht dann doch nochmal kurz vor Pause die Chance über Donkor, über die linke Seite. Während Nürnberg hier in der zweiten Halbzeit schon mal Dampf macht und Gott sei Dank unsere Verteidigung dann doch relativ gut noch steht. Ball ist noch heiß. Wieder Bachmann. Ingelsson. Legt den ab, Heulund, wieder Bröger. Das war Abseits, das war mit Sicherheit. Es ist kein Abseits von Anton Donkor. Und Hansa Rostock geht wieder in Führung. Wieder ist es Anton Donkor, der Typ hat glaube 6 Saisontore. Die Flankenversuche, die dritte hat dann letztendlich gesessen. Anton Donkor komplett allein gelassen. Und dann trifft er zum 2:1 für Hansa Rostock, stark durchgesetzt. So eng wie der dann an Perea auf einmal dran war, jetzt kommt wieder Nürnberg. Und stark gemacht von Jonathan David. Trotzdem jetzt die nächste Chance. Und Kolke mit der Parade. Nur noch 15 Minuten zu gehen. Ich glaube, ich habe noch nicht ein einziges selbstgespieltes Spiel, außer das gegen Magdeburg in dieser Saison halt selber gewonnen. Waren alles Simulationssiege bisher. Waren aber auch generell nicht viele Siege dabei. Immer schön Ausgleich oder noch Gegentreffer in den letzten Minuten kassiert. Alter, Gott sei Dank war das nicht denn. 90. Minute läuft. Nachspielzeit läuft. Nürnberg versucht es hier irgendwie noch an diesen Ausgleich ranzukommen. Ich versuche es wegzugrätschen alles. Und natürlich haben wir da den Ausgleich für den 1. FC Nürnberg. Natürlich, bis die Bayern treffen. Und dann ist vorbei. Leute, ich habe keinen Bock mehr, Alter. Das ist so ein 100%iger Sieg gewesen. Und wir verkacken es wieder in den letzten Sekunden. Ihr könnt gar nicht glauben, wie sauer ich gerade bin. Heilige Scheiße, Alter. Habe ich keinen Bock gerade. Habe ich überhaupt keinen Bock, dieses Spiel gerade weiterzuspielen. Alter, pack das ab. Will nicht mehr, Alter.
Ich will einfach nicht mehr. Ich kann 6 Spieler verlieren. Kai Pröger will ich auf jeden Fall verlängern dann im Winter. Jetzt ist der Nächste, der weg will. Wirklich die Spieler, die spielen, weiß ich nicht, 5, 6 Spieler am Stück nicht. Und dann haben sie auf einmal keinen Bock mehr auf den Verein. Was kann ich dafür, wenn ihr nicht in mein System passt oder wenn einfach andere Spieler besser sind als ihr? Wir haben jetzt übrigens kein Spiel mehr. Also ist tatsächlich wirklich das letzte Spiel gewesen. Ryan wird den Verein sowieso verlassen. Richtung Hertha BSC. Ablösefrei wird er dann im kommenden Sommer weg sein. So Leute, Nils Körber wird uns auch verlassen. Richtung Real Valladolid. Van der Werf wurde von Paderborn anscheinend zurückgeholt, weil er nicht genug gespielt hat. Das gleiche geht für Brumado. Warum? Der hat doch Spiele gespielt. Ja, das wirklich dieses Spiel ist. So Leute, wir sind im Januar angekommen. Das bedeutet, wir haben Transferphase. Das ist auch das Ende dieser Folge. Und ganz ehrlich, Ingelsson, der Typ ist so unauffällig in dieser Karriere. Da nehme ich doch glatt den Sing mit. Auch wenn Ingelsson aktuell, glaube ich, ganz gut spielt. Die Spieler sind halt wirklich weg. Die Spieler sind wirklich weg. Die haben noch einen Einjahresvertrag. Und EA kriegt es nicht hin, wenn Spieler von mir per Vorvertrag verpflichtet werden, beziehungsweise wenn ich Spieler per Vorvertrag verliere, also rein theoretisch ein anderer Verein im Winter diesen Vorvertrag mit dem anderen letztendlich schließt. Ist viel dummes drumherum gelabert, der Satz ist eigentlich klar. Dass der dann einfach schon im Winter weg ist. Wo ist denn jetzt hier mein zweiter Torhüter? Den habe ich doch nicht... den habe ich doch nicht für 0 Euro verkauft. Das Spiel ist so broken, also wirklich. Naja, Leute, ich hoffe, meine MKV-Datei, die funktioniert noch und ich kann sie im Schnittprogramm benutzen. Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Gerne ein Like unter diesem Video da lassen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Ciao. I just wanna stay bad, stay mad, shit by my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being caught.